Ballast train. Due to maintenance works, new ballast is required for the high-speed line. You are ordered to pick up the wagons with the ballast at Buxin station and bring them over to Buxin BBF. Since there isn't much time, you have priority over other trains on the line. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier im Transimult 5 von der Strecke Kassel-Würzburg, von einem PC-Editor-Szenario von Gurten Bass V. Der hat nämlich ein Szenario erstellt, das gibt es nur am PC, nicht auf der Konsole, nicht aus dem Creators Club oder sonst wo, sondern nur auf dem PC. Und wir gucken uns das ganz an. Wir sind hier nämlich unterwegs als so eine Maintenance Work. Und ich finde es jetzt schon cool, weil hier einfach mal Arbeiter verteilt worden sind. Hier vorne seht ihr auch welche. Und wir müssen, glaube ich, neuen Zugschotter verteilen, so oder so ähnlich. Das ist unser Arbeitsgefährt heute, die BR363, die V60, von der wir erstmal direkt zu Beginn ein kleines Foto machen. Und zwar einmal zack so und einmal zack so. Und auf geht's. Wir steigen ein. Können wir hier vorne hoch? Ja, ne? So, Tür auf. Und einmal rein. So, ich bin in der Lok. Wo soll ich hin? Soll ich mich hier hinsetzen? Ja. Turn the Master Key on. Der Master Key, der müsste doch hier sein. Generalschlüssel. Und dann können wir schon losfahren. Ich mache mal die PZB noch an. Was wir natürlich hier machen müssen, ist den Umschalter benutzen und die Vorwärtsfahrt auswählen. Sehen, wir sind in der unteren Zugart. Das wird wohl soweit so okay sein. Motorstart brauchen wir nicht. Treibstoffpumpe an. Die wollte ich nicht auf ausstellen. Für Raumbeleuchtung brauchen wir soweit nicht. Motorraumbeleuchtung gerne. Signalbeleuchtung vorne. Wir gucken einmal ganz kurz. Die sind aus. Das ändern wir natürlich. An. Und Motorlicht gerne an. Instrumentenbeleuchtung ja bitte. Vorbeubeleuchte aber sowas von. Signalleuchte hinten lassen wir aus. Hier ist die PZB. Dann müssten wir eigentlich soweit alles haben. Was seid ihr hier? Ein Leuchtmelder. Oh, wir sehen schon, wie hier ein ICE vorbei braust. Sehr schön. So, das ist der Scheibenwischer. Okay, dann sind wir, glaube ich, soweit so abfahrbereit. Gibt es noch einen Bremsschlüssel? Schauen wir mal. Ja, ich glaube, soweit passt das. Ja, ich glaub, wir sind abfahrbereit. Wir versuchen es einfach mal. Jawohl, das funktioniert. Geschwindigkeitsanzeige haben wir hier vorne. Und wir müssen jetzt nach Buxin. Lassen hier die Freunde von uns, unsere Mitarbeiter, hinter uns. Und wir fahren los. Ja, ein halbstündiges Szenario erwartet uns hier. Und ich bin da gespannt, weil die Szenarios, die erstellt werden am PC, sind immer noch mal was ganz anderes als die im Creators Club. Weil am PC da natürlich ganz andere Möglichkeiten vorhanden sind. So, wir gehen mal hoch auf die 40. Bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, was uns hier alles erwartet. Können wir sonst noch irgendwas einstellen? Nee, ne? Ich glaube, soweit passt alles. So, dann höre ich mal auf mit dem Kameragehampel.
Das Signal ist, weiß ich nicht, ob das für uns ist, je nachdem, wo wir jetzt hinfahren. Ah, tatsächlich nach links. Also ist das unser Signal. Sind wir schon mal jemals auf diesem Streckenast unterwegs gewesen? Ich glaube, vielleicht sogar nicht. Nee, nee, nicht, dass ich es wüsste. Wir bestätigen das Signal. Wir sehen, 1000 Hertz Magnet leuchtet oder der Leuchtmelder leuchtet. Hier ist noch ein Kollege. Hallo. Können eigentlich mal das Fenster hier aufmachen auf der Seite. Jawohl. Da sind auch noch Kollegen. Sogar mit einem, die sind mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen. Warum nicht? Oh, hier hat jemand ein Fahrrad runtergeschmissen. Seht ihr das? Ich hoffe nicht, dass das die Kollegen waren. Huch, also die Getriebeöltemperatur ist ein bisschen sehr hoch. Ich hoffe nicht, dass uns das zum Verhängnis wird. Ich weiß ehrlicherweise nicht, warum die so hoch ist. So, in 700 Metern sollen wir anhalten. Okay. Ja, das war 500 Hertz, der 500 Hertz Magnet. Fahren gemäß Signalbilder. Ach, wir haben Ersatzsignal. Okay. Na, dann ist gut. Dann fahren wir hier mit Befehl 40 drüber. Ihr könnt da links drauf achten, da müsst ihr gleich Befehl 40 aufleuchten, während wir an der 185 hier vorbeifahren. So, Befehl 40 drücke ich dann jetzt. So, Befehl 40 leuchtet, das heißt also, wir können den Taster wieder loslassen und weiterfahren. In 300 Metern sollen wir anhalten. Da ist auch übrigens ein Schotterzwerg da vorne. Vorher allerdings nicht, nee. Das ist ja mal schön. Das ist schön gemacht. Da ist sogar auch noch einer. Mega. Oh, und Vectron steht da auch noch.
So, okay, wir sollen noch ein bisschen weiterfahren. Oh, ich glaube, ich müsste erstmal die Leistung abschalten. So, ein paar Meter haben wir noch. Wir sollen ungefähr 10 Meter vor dem, 20 Meter vor dem Schotterzwerg stehen bleiben. Und anhalten. So, Ziel erfüllt. Call the Fahrdienstleiter. Also was wir erstmal machen ist, nochmal ganz kurz erstmal die Bremse anziehen. Und hey, ich habe den Fahrdienstleiter gar nicht gecallt. Abgelehnt. Hä? Wie bitte? Okay. Erstmal wollte ich mich hier vorne einmal kurz umgucken. Weil die Szenerie hier vorne fand ich irgendwie auch ganz schön. Dass hier noch tatsächlich ein Arbeiter seine Mittagspause gerade genießt. Bisschen trainspottet hier vom Dach. Hier vorne steht auch noch einer. Ja. Okay, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt einfach fahren dürfen. Nee, können wir auch nicht. Wir sollen ja hier so lang. Also müssen wir erstmal wirklich auf den Zug warten, bis er durch ist. Ja. Vorher können wir natürlich nicht fahren. Wir müssen drüber. Hilft alles nichts. So. Jawohl, fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. BW Köln-Nippes. Sehr schön. Frage ist, sollen wir mit der Schnellkupplung ankuppeln? Ich denke mal schon, ne? So, Ionos Wagen voraus. Da ist unser Rangierer. Einmal kurz Signal geben, dass er auch weiß, dass wir da sind. Nicht, dass er auf die Idee kommt, auf die Gleise zu treten. Okay, wir sind nicht mehr weit weg. Das heißt also, wir bremsen mal ein kleines bisschen rein.
Okay, ich habe immer noch nicht so ganz die Bremsen der V60 verstanden. Ich glaube, ich muss nochmal das Tutorial spielen. Nee, ne, die, also da kann man wirklich nicht nur ein bisschen bremsen, sondern die bremst irgendwie direkt. Da muss ich mich echt nochmal mit dem Bremssystem auseinandersetzen, während wie ich einen Zug höre. Ach, die 185. Hallo. Das ist doch ein schönes Bild. Das gefällt mir sehr. So, okay, die Rangierkupplung haben wir ganz offensichtlich nicht gebraucht. Moment. Na gut, wir lassen's. Take the ballast wagons back to Burg Sinn. Jetzt würde ich aber gerne die... Jetzt kann ich das nicht hochfahren. Ja, egal. Huch, warum schiebst du denn noch, liebe Lok? Hallo? Wie bitte? Was soll das? Wir wählen die Rückwärtsfahrt aus. Hat das geklappt? Ich hoffe. Signal ist nämlich schon gestellt. Achso, das ist gar nicht unser... Doch. So, Bremsen sind gelöst. Wir rollen auf jeden Fall. Aber wir schalten keine Leistung auf. Warum? So. Ja, jetzt. Auf geht's. Ich kontaktiere nochmal Stellwerk. Fortfahren gemäß Signalbilder. Signal zeigt Fahrt. Okay. Auf geht's. Wie sieht es eigentlich mit den Lichtern aus? Schlecht. Schlecht sieht's aus. So. Jawohl. Sehr gut. Hier die Wagen auch schön gefüllt mit dem Ballast, mit dem Gleisschotter. Und jetzt muss ich an dieser Stelle, glaube ich, doch nochmal ein Foto machen von uns mit dem Zug zusammen. Ich finde, das sieht nämlich ziemlich schön aus. Na, jetzt komme ich nicht hier rüber über die Mauer. So, also die fiktive Mauer. Wir können den Zug noch ein kleines bisschen weiter
fortfahren lassen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal etwas schöner. Und einmal so, zack. Nochmal die Schärfentiefe weiter runter. Und dann vielleicht noch ein bisschen was am Wetter geändert. Und zwar hätte ich vielleicht noch gerne mehr Be Bewölkung. Nee, weniger Bewölkung. Nee. Mehr war besser. Vielleicht ein bisschen Nebel? Ja, das ist doch schön. So. Oder? Schön. Kriegen es noch hin. Hier hinten noch in irgendeiner Form die Schlussleuchten manuell zu setzen. Na, ja, schade, leider nein. Das müssen wir natürlich bestätigen. So, das hat na, nicht unbedingt funktioniert, aber okay. Was ist nochmal unsere Höchstgeschwindigkeit in der V60? Im Streckengang 60 km/h. Okay, dann können wir noch ein bisschen Leistung aufschalten. Ich finde es sehr cool. Ich finde, das Szenario macht echt viel Spaß. Das ist mal wirklich mal was anderes. Echt nicht dieses einfach nur von A nach B fahren. Da sind wieder die beiden, die das Fahrrad runtergeworfen haben. Da. So. Position the first wagon next to the excavator. Also da vorne neben den Bagger hinstellen. Interessant, okay. Ich hoffe, die Weiche ist gestellt. Ja, ist sie. Ne? Wir müssen verlangsamen.
So. So, alle Achtung. Okay, wir müssen gleich anhalten. Dort, wo der Bagger steht, da soll nämlich der erste Wagen dann daneben sein. Ah, okay, das war ein bisschen zu früh. So, noch ein Stück, 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 noch ein bisschen. Das müsste soweit so passen. So, Fahrzeuge abkuppeln. 4 Wagen. Das machen wir doch. Ist der Zug soweit gesichert? Ja. Notbremse ist zwar ein bisschen viel, so, aber okay. Dann einmal hier runter. Hey! Huch. Hallo! Na? Petra, Isolde. Okay, einmal abkuppeln. So, Ziel erfüllt. Nice work, but you're not done yet. In front of you at the dead end track, there are a couple of empty wagons that you need to bring back to Buxen Station. Okay. Also, wir sind noch nicht durch. Okay. Also, wo sollen wir jetzt hin? Dahin, okay. Dazu. Fahren wir dann jetzt. Sollen wir weiter in die Richtung fahren? Vielleicht sollten wir erstmal die Bremsen lösen. So, Bremszylinder ist auf 0 bar. Sollen da vorne am Signal anhalten. So, noch 80 Meter. War ein bisschen sehr früh. Okay, das ist das halt zeigende Signal und jetzt sollten wir
langsam mal zum Stehen kommen. Jawohl. Call the Fahrdienstleiter. Hallo. Okay, wir sehen, wir haben Ersatzsignal. Das heißt also, wir fahren und achten darauf, können dann hier vorne nachverfolgen, dass dann auch Befehl 40 aktiv ist. So, jetzt drücken wir Befehl 40. Jawohl, es leuchtet. Wir können Befehl 40 loslassen und weiterfahren. Da vorne, das sind unsere Wagen. An die sollen wir ankuppeln. Das machen wir wieder natürlich ganz langsam. Beziehungsweise wir machen eine Vollbremsung nach der nächsten, bis wir nah genug dran sind. Das war ein bisschen zu früh. So. Oh, das ging noch. So. Angekuppelt. Und jetzt? Take the empty wagons to Burg Sinn. Vorwärtsfahrt ausgewählt. Bremse gelöst. Hauptluftleitung füllt sich. So. Los. So, jetzt ist erst der Bremszylinder entleert sich erst jetzt. Ja. Liebe Nadel, bewegst du dich noch weiter nach unten? Versuchen es mal jetzt. Okay, wir fahren gegen angezogene Bremsen an. Aber wieso? Was sind denn für Bremsen angezogen? Sind da vielleicht noch die Handbremsen angezogen? Was bist du? Abflussentriegelung? Nee, dich brauchen wir nicht. Wo sind denn die Handbremsen? Du bist nicht die Handbremse. Nein, du bist die Tür. Ich wusste gar nicht, dass wir hier eine Tür öffnen können. Okay, aber wo ist die Handbremse? Das ist auch die Abflussentriegelung. Bremsauswahl. Steuerventil. Abflussentriegelung. Ich sehe keine Handbremse. Dann kann es aber auch nicht die Handbremse sein, oder? Erstmal muss ich mir ganz kurz nochmal diese Tür hier angucken. Also, das war irgendwo hier unten, war der da verriegelt. Ich kann es nicht öffnen. Vielleicht, weil der Zug angekuppelt ist. Okay, aber die Bremsen lösen sich nicht. Why? Jetzt ist der Bremszylinder fast bei Null. Ja, jetzt geht's.
Bremsen waren einfach nur nicht richtig gelöst. Jetzt müssen wir wieder die Lichter anmachen. Und die auf der anderen Seite wieder ausmachen. So, Lichter sind an. Jetzt haben wir da vorne wieder ein haltzeigendes Signal. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe einzuschalten vom letzten Video? Wie nennt sich das noch gleich hier? Die, das Kameraschwanken. So, Signal zeigt mittlerweile Fahrt. Einmal mit der vollen Leistung drüber. Schön mit 60 km/h. Jetzt kommen wir endlich mal hier auf Geschwindigkeit richtig. Wahnsinn. Also das fühlt sich halt schon richtig schnell an. Und wir sollen nach Burgsinn. Höchstgeschwindigkeit fast erreicht. Kollegen warnen. Langsam Fahrt zu erwarten mit 60. Da werden wieder die Fahrräder runtergeschmissen. Huch. Hatte ich da nicht gerade eben auch schon eine Zwangse gehabt? Aber wieso? Wieso habe ich da auch eine Zwangsbremsung gehabt? War da irgendein Magnet, der scharf ist, aber es nicht sein sollte? Hat der mich aus irgendeinem Grund hier abgeschossen? Nee, das ist ein 500-Hertz-Magnet. Ich hab... Bei mir leuchtet aber nicht der 500er auf. Das verstehe ich jetzt nicht, weil da war doch keine Beeinflussung.
Nee. Also das ist mir jetzt nicht ersichtlich, warum ich. Also das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, warum ihr glaubt, warum ich hier an dieser Stelle gerade eine Zwangsbremsung bekommen habe, weil für mich scheint. Also ergibt sich das aus nichts. Hier ist ja überhaupt gar nichts, was mir eine Zwangsbremsung geben könnte. Da war kein Signal. Wir waren nicht unter einer Beeinflussung. Da war kein Magnet. Komisch. Ja, wir hatten Langsamfahrt vorhin irgendwann zu erwarten gehabt. Aber ich war ja noch weit unter den 85. Von daher kann das ja auch nicht als Erklärung taugen. So, das bestätigen wir auf jeden Fall, sonst gibt es die nächste Zwangsbremsung. Da sind wieder die beiden hier, die hier Wache schieben. Diesmal dürfen wir auch hier weiterfahren. Und dann halten wir vorne irgendwann an. So, da ist der Kollege Rangierer. Bitte aufpassen, wir fahren jetzt einmal hier lang. Leistung nehmen wir schon mal komplett raus. Begeben uns in den Leerlauf. Und halten dann hier in Buxin an. So. Und dann müssen wir noch einmal die Waggons abkuppeln. Braucht der Simulator mal einen Augenblick, um das zu erkennen. Jawohl. Und dann continue and stop just past the entry shunting signal. Machen wir doch mit Vergnügen. Sollen also noch ein bisschen weiterfahren. Nämlich hier kurz hinter dem Signal, da sollen wir dann anhalten.
Und hier sind wir in Burgsinn. Da haben wir wieder ein Ersatzsignal. Da wird mit Befehl 40 drüber gefahren. Wir beobachten wieder die PZB. Jawohl, Befehl 40 leuchtet. Wir können weiterfahren. Hier die Tafel, die uns darauf hinweist, dass die Elektrifizierung endet. Das ist uns an dieser Stelle egal. Das ist jetzt kein handelsüblicher Abspannmast, der jetzt hier verbaut wurde, ne? Naja. Schön, oder? So mit dem Hintergrund der Ausgestaltung so. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Das vergisst man immer wieder, dass Kassel-Würzburg ja szenerietechnisch eigentlich ganz schön gemacht ist. Und hier setzt dann wieder die Oberleitung an. Interessant. Auch ohne Abspannmast. Also das sagt mir, dass hier eigentlich nur die Oberleitung fehlen kann. Also, ja. Captain Obvious, natürlich fehlt die Oberleitung, denn dass sie halt eben vergessen wurde. Oh, wir sollten anhalten. Falsche Richtung. Sind ein bisschen zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Ich hoffe, dass wir noch vor dem Signal hier anhalten können. Dürfte aber eigentlich der Fall sein. Wir machen uns bremsbereit. Da vorne sehen wir Talent 2 und wir halten an. So. Park your loco next to the wagons you've just uncoupled. Gerne. Gerne, gerne. Wie sieht's mit dem Signal aus? Wir gucken einmal. Das sieht doch sehr gut aus. Was aber nicht sehr gut aussieht, ist, dass wir schon wieder die Lichter nicht anhaben. So, jetzt haben wir sie an. Da wir ja sowieso rangieren, können wir die auf beiden Seiten anlassen. Das ist ja in diesem Fall vollkommen fein. So, Talent 2 fährt auch los. Hallo. Irgendeine Bremse noch an? Ja. Da war noch eine Bremse angezogen. Jetzt nicht mehr.
Ich glaube, das ist auch im Szenario hinzugefügt, oder? Dieses ganze Zeugs, was hier noch so rumsteht am Rand. Kann das sein? So, wir kündigen uns wieder mit einem freundlichen Pfiff an. So, geht's für uns über die Weichen? Nein. Wir stellen uns einfach zwischen die Wagen hier vorne hin. Okay, wir sollen noch ein bisschen fahren. Das war zu früh gebremst. Und jetzt aber. Jawohl. Den einmal hier auf 100% anwenden. Volle Bremsleistung und dann einmal hier auf Generalschlüssel auf aus. Walk to the shed to get some coffee. Kurz geguckt, dass da auch nichts kommt. Nö. Lock lassen wir es einfach mal an. Ich verstehe nicht ganz ehrlicherweise, warum die hier so zittert. Sollte definitiv nicht so sein. Bin mir nicht ganz sicher, was es damit auf sich hat. Aber ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Den Kaffee, den hole ich mir jetzt gleich noch alleine. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hier mal so ein Szenario zu spielen, was eben mit dem PC-Editor erstellt worden ist. Link ist dazu natürlich in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.